Willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein letztes Video, die Hashtag DIY-Eurolab-Top-Challenge, ist ja richtig, richtig gut bei euch angekommen und das freut mich natürlich wahnsinnig. Also schaltet da wieder ein, da gibt es das nächste Video in dem Format am 1.11. Denn es gibt immer zum 1. und zum 15. des Monats dann jetzt Craft-Challenges und ich freue mich sehr drauf. Heute möchte ich mit euch mal über ein ganz anderes Thema sprechen und zwar über das Thema Müll. Ich wurde nämlich darauf angesprochen, euch auf das Projekt One Earth, One Ocean aufmerksam zu machen. Und das Projekt beschäftigt sich mit der Entlastung der Meere von Plastikmüll. Und die haben so einen Katamaran gebaut, den nennt sie Seku. Das ist eine Art maritime Müllabfuhr, das heißt, sie sammeln Plastikmüll von den Meeren ein und machen dann aus dem Plastikmüll Energie, weil Plastikmüll nicht wirklich Müll ist, sondern nämlich ein Wertstoff. Und weil wir das natürlich zu Hause nicht so machen können mit der Energie, zeige ich euch heute mal ein paar Projekte, was ihr aus Müll denn so machen könnt. Da habe ich für euch vorbereitet ein Projekt, ich meine, das kennen die meisten bestimmt von euch. Das ist einfach aus einem Milchkarton ein kleines Portemonnaie. Wie das funktioniert, zeige ich euch gleich. Ihr braucht wirklich nicht viel, Schere, Kleber und einen Druckknopf oder einen anderen Verschluss. Und ich habe das Ganze jetzt mal mit Papier beklebt. Ihr könnt das auch mit Stoff beziehen, wie euch das am liebsten ist. Und schon habt ihr ein kleines, süßes Portemonnaie. Ich nutze meinen Papiermüll unheimlich gern als Fundus. Gerade so für kleine Schachteln oder Pappe zum Basteln. Und ja, hier habe ich einfach, das ist eine alte Ferrero-Verpackung, die habe ich einfach angemalt. Und schon hat man entweder eine schöne Geschenkverpackung oder auch eine schöne Schachtel für einen selber. Also auch super zum Wiederverwenden und man muss es nicht wegschmeißen. Und natürlich, ganz oft schon von euch angefragt, die Verpackung zum Täschchen nähen. Und das kann man mit einer Milka-Schokolade machen. Ich habe es jetzt mit einer Rittersport gemacht und mit einer Keksverpackung. Ihr könnt da nehmen, was ihr wollt. Und genau, daraus halt ein Täschchen machen. Ganz wichtig ist, dass ihr das Ganze mit Buchfolie beklebt, weil sonst funktioniert es nicht, weil das Material zu sehr perforiert ist und euch dann ausreißt an der Stelle. Ich habe es schon probiert. Große Stichlänge, festes Garn und dann funktioniert das. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Zuerst musst du natürlich in deinem Plastikmüll und in deinem Papiermüll nach guten Schätzen suchen. Oder das heißt natürlich auch, dass du gezwungen bist, deine Schokoladenvorräte aufzuessen. Zum Nähen eignet sich eigentlich jede Verpackung, die aus etwas festerem Plastik ist. Und dann, nein, nicht wegschmeißen, sondern die Verpackung erstmal gründlich reinigen. Zum Nähen deiner Schokoladentasche brauchst du außer der Verpackung noch etwas Buchfolie, einen Reißverschluss und Nähutensilien. Am besten eignet sich ein relativ festes Garn. Ich habe jetzt erstmal angefangen, weil meine Verpackung sich in der Mitte öffnen lässt, diese mittig wieder zuzukleben, weil ich hier natürlich die Öffnung nicht gebrauchen kann. Die meisten Schokoladenpackungen sind hier zu öffnen, also hier einfach mit einem Teser drüber gehen und dann die Verpackung oben und unten aufschneiden, sodass ihr zwei gleich große Stücken habt. Jetzt schneide ich mir von der Buchfolie zwei Stücken zu, die beide etwas größer sind als die beiden Verpackungsstücken, sodass ich hier einfach ein bisschen Spielraum habe. Die klebe ich dann vorsichtig auf und Folie auf Folie kleben macht natürlich immer besonders viel Spaß, aber fangt oben mit einer Gerade an und zieht das Ganze dann vorsichtig nach unten. Die kleinen Bläschen und so merkt man nachher zum Glück eh nicht so doll. Und alles, was jetzt an der Klebefolie übersteht, kann ich einfach umkleben. Dann sind die Ränder nochmal verstärkt. Das ist dann perfekt für die Nähte. Und das Ganze mache ich natürlich auch noch mit dem anderen Stück. Wenn ihr ein Täschchen mit Innenfutter nähen wollt, braucht ihr jetzt noch zwei Stoffstücken, die genauso groß sind wie eure Plastikstückchen. Der Reißverschluss kommt jetzt mit den Zähnchen nach unten auf die rechte Seite vom Plastikstück und darauf kommt ein Stück Stoff mit der rechten Seite nach unten. Das Ganze müsst ihr jetzt gut festklemmen, am besten mit Klammern, weil das eine rutschige Angelegenheit ist. Und dann wird das festgenäht und zwar mit der maximalen Stichlänge, die ihr habt. Bei mir war das jetzt 4 in dem Fall mit einem Gradstich und dann wird das mit einem Reißverschlussfüßchen einfach festgenäht. Und wenn ich damit fertig bin, kann ich das Ganze aufklappen und nochmal zur Seite drücken und von oben noch einmal absteppen. Das andere Plastikstück lege ich jetzt mit der rechten Seite nach unten oben drauf. Passt auf, dass die Schrift in die richtige Richtung geht. Und dann nehme ich mir das zweite Stoffstück mit der rechten Seite nach oben und packe das unten drunter. Oben an der bündigen Kante stecke ich wieder alles zusammen und nähe das Ganze wieder am Reißverschluss an. Klappe es dann auf und steppe es erneut von oben ab. Als nächstes habe ich die beiden Stoffteile und die beiden Plastikteile aufeinander geklappt. Dabei muss allerdings der Reißverschluss zumindest zwei Drittel offen sein.
Und jetzt wird das Ganze einmal ringsherum festgesteckt. Die Reißverschlussfüßchen schauen dabei Richtung Stoff. Und jetzt kannst du einfach einmal drumherum nähen und dabei unten eine Wendeöffnung offen lassen. Ich habe bei den Ecken im Plastik einfach eine kleine Rundung genäht, damit ich nachher keine Ecke ausformen muss und hier vielleicht die Nähte aufgehen. Jetzt wird das Täschchen schon gewendet und dann musst du nur noch die Wendeöffnung schließen und schon bist du fertig. Bei der zweiten Variante der Schachtel aus Müll ist es wirklich super, super einfach. Schnapp dir einfach aus deinem Müll eine Schachtel, die du benutzen möchtest und schnappe dir schöne deckende Farbe. Ich habe jetzt hier solches Matte Paint, das deckt wirklich wunderbar. Und pinsel das Ganze von allen Seiten aus an, lass es gut trocknen und schon bist du fertig. So, als nächstes kommt das Tetrapack-Portemonnaie. Dafür klappt ihr den Tetrapack erstmal unten so ein bisschen auf und oben auch. Dafür müsst ihr natürlich den Verschluss abmachen, damit die Luft dann schön rauskommt und dann könnt ihr das Ganze schön flach drücken. Dann schaltet ihr oben ein Stück ab und zwar so, dass der Verschluss damit weg ist und unten ganz knapp unten an der Kante schneidet ihr den Karton dann auch auf. Jetzt kannst du den Karton von innen auch nochmal trocken und sauber wischen. Den nächsten Schritt wollte meine Kamera leider nicht filmen, es ist aber gar nicht so schwer und zwar müsst ihr vom oberen Teil einfach ein Drittel abschneiden und die hintere Kante lasst ihr einfach stehen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das Ganze jetzt mit Papier oder mit Stoff bekleben. Ich habe mir jetzt noch was Rundes gesucht als Vorlage, um auch die Ecken der Lasche abzurunden. Kommen wir jetzt zum Falten. Die Ecken, die nach außen gefaltet sind, müsst ihr jetzt einfach so nach innen klappen und zwar auf beiden Seiten. Und dann habt ihr schon die Grundform von eurem Portemonnaie. Jetzt müsst ihr einfach nur die untere Seite so nach oben klappen, dass sie oben auf den Rand trifft und ihr die Lasche einfach nach unten klappen könnt. Klebt die beiden Taschenteile zusammen und fixiert das Ganze mit Klemmen und lasst das Ganze jetzt erstmal durchtrocknen. Wenn es dann getrocknet ist, könnt ihr einfach einen Camsnap oder anderen Druckverschluss oder Klettverschluss anbringen und schon seid ihr wieder fertig. Das waren also meine drei Projekte, die man aus Müll super einfach herstellen kann. So, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dem Video und schreibt mir bitte unbedingt in die Kommentare, was denn euer Lieblings-Upcycling-Projekt im Bereich Müll denn so war oder was ihr von eurem Müll mal gerne wiederverwendet. Und schaut unbedingt bei One Earth, One Ocean vorbei. Und ja, dann bis ganz bald zum nächsten Video und lasst mir dann nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Tschüss, ahoi!